Gewichtsfight. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds of the UFC lightweight division. Introducing first, fighting at the blue corner. This man is a boxer, holding a professional record of 15 wins, 2 losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting at a bottom of the Ireland, Irish Joe Duffy. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A freestyle fighter, holding a professional record of 19 wins, 5 losses, and 1 draw. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Toms River, New Jersey, Frankie! Herb Dean, on the referee. You ready to fight? Ready. Escape loss. They're blocking this punch. Starke Kick-Kombination. Oh ja, guter Treffer, da war der Punch. Da ist der Block gegen den Punch. Ja, der Roundhouse-Kick erwischt ihn am Kopf. Tolle Kickserie hier. Schöne Aktion, aber der Punch, was für ein Treffer. Oh, bei der Linken hatte er Glück. Schöner Treffer jetzt mit diesem Kick. Erstaunlich, wie passiv hier beide diesen Kampf angehen. Ja, sieht so aus, als wollte niemand den ersten Schritt machen. Ja, guter Inside-Wechsel. Gefällt mir gut, was er hier macht. Wechselt schön seine Angriffe, landet immer wieder tolle Treffer. Kick zum Körper, aber zu ungenau. Klare Ansage aus der Trainerecke. Firas Zahabi will mehr Aktivität von seinem Schützling sehen. Toller Haken aus dem Clinch heraus. Er bringt wieder den Haken. Starke Beintechnik. Frankie Edgar ist selbst in dieser Position noch immer gefährlich. Ja, auch wenn er auf dem Rücken liegt, darf man seine Submissions niemals unterschätzen. Er geht in die Full Guard. Ja, der kommt an. Starker Übergang in die Full Mount. Er befreit sich aus der Full Mount. Stark gemacht. Toller Sweep. Er kontrolliert ihn aus der Backmount. Er ist in der Halfguard. Control. Und er steht wieder. Guter Block. Oh, ein Inside Leg Kick. Da war der Kick, aber kein Treffer. Und der Jab. Ja, noch so ein toller Kick. Oh, gute Abwehr, das war kein schlechter Kick. Schön den Leg Kick eingesetzt. Er trifft mit der Linken. Nur noch 20 Sekunden. Oh, schöner Punch. Starker Kick zum Kopf. Guter Kick, aber ein noch besserer Block. Und damit ist die erste Runde beendet. Let's get your act together now. I know you're better than this, okay? We're not gonna let this guy outwork us. You're gonna go out this round and you're gonna outwork him in every position. You need... Ja, und die bezaubernde Brittany Palmer bereitet uns mental auf Runde 2 vor.
Ready, fight. Ready. Ja, wir gehen in die zweite Runde. Und wie lautet dein Urteil über diese erste Runde? Ja, ganz ordentlich, würde ich sagen, aber sie werden sich auf jeden Fall noch steigern müssen. Schöner linker Punch. Da ist der Treffer. Schöner Block. Er fängt den Schlag ab. Guter Lecking. Oh, die Oberschenkelprellung sieht inzwischen ziemlich hässlich aus. Das ist definitiv kein Vorteil. Oh ja, tolle Leckings. Schöne Aktionen auf beiden Seiten. Hier sehen wir, wie viele Wirkungstreffer bislang erzielt wurden. Das sind toll getimte Treffer. Super. Oh, schöner Roundhouse-Kick vom Kopf. Frankie Edgar mit dem schönen Punch. Ja, was willst du da machen als Gegner? Jeder weiß natürlich, wie blitzschnell der seine Strikes immer wieder setzt. Aber verteidigen kannst du diese Treffer trotzdem fast nicht. Er bringt die gerade. Guter Jab. Er bringt einen Inside-Leg-Kick. Schöner Kick, aber da ist er noch. Der Punch kommt an. Oh, der Haken hätte übel werden können. Toller Kick, aber da kommt der Block. Da kam der Leg Kick. Fantastische Leg Kicks. Der Jab kommt an. Sehr schöne Kicks. Ah, und jetzt sitzt der Oberander. Und sie gehen auseinander. Schöner Leckick. Ja, der Haken zum Körper kommt an. Ah, schöner Block. Oh ja, guter Leckick. Ein Kick nach dem anderen, das sieht gut aus. Edgar mit der linken Overhand, aber vorbei. Herrlicher Punch, da ist der Treffer. Ja, starke Serie zum Kopf. Ja, guter Haken. Und er fängt den Kick ab. Oh, was für ein Kick. Was für ein toller Leckick. Und wieder ein Treffer mit dem Leckick. Klasse Jab. Herrlicher Leckig. Sein rechtes Auge ist geschwollen. Starker Single-Leg-Takedown. Ja, ja, Wechsel der Auslage. Damit ist die zweite Runde zu Ende. Eine beeindruckende Runde, vor allem im Stand. Die wundervolle Camila Oliveira. Da ist der schöne Lecky. Wow, was für ein Block. Oh, der Kick landet am Kopf. Oh, ein Roundhouse-Kick ins Nichts. Sehr schöner Kick zum Bein. Schön, wieder ein toller Kick. Wieder ein schöner Leckkick. Er kontert mit einer linken. Hier haben wir die Gesamtzahl der heutigen Treffer. Ja, gut gemacht. Er blockt den Schlag zum Kopf ab. Oh ja, toller Leckkick. Er verpasst ihm eine Garde zum Kopf. Oh, die rechte sitzt. Der kommt nicht an. Treffer mit der Oberhand. Starker Kniestoß. Ja, der Inside-Leg kommt an. Oh,
hollert er. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Schöner Treffer. Nein, der Schlag kommt nicht an. Ja, die linke kommt. Wieder ein großartiger Kick hier. Er geht auf den Körper. Schöne Garde. Inside Leg Kick. Gut gemacht. Oh, schöner Single Leg Kick da. Ihnen bleiben noch weniger als 2 Minuten. Schön, wie er sich hier am Boden bewegt. Ja, er kommt in die Vollmacht. Edgar kommt wieder in die Vollmount. Jetzt richtet er sich auf. Oh, heftige Rechte. Starke Befreiung aus der Vollmount. Wechsel der Positionen. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Oh, starker Konter, er kommt in die Fullguard. Er nutzt die Side Control. Er kontrolliert seinen Rücken. Ja, schön gemacht, dieser Sweep. Jetzt ist er in der Mount. Dieser unglaubliche Kampf ist vorbei. Jetzt entscheiden die Punktrichter. Werfen wir jetzt einen Blick in die Wiederholung des Kampfes. Und jetzt Bruce Buffer mit der Entscheidung der Kampfrichter. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we're going to the judges' scorecards for decision. For the winner by split decision,